Weiter geht's mit einer neuen Folge Lords of the Fallen. In der letzten Folge habe ich hier den Champion besiegt. Dann hatte ich diesen richtig miesen Bug, wo ich in dieser dunklen, finsteren Zwischenwelt war. Ich musste den Gegner wirklich noch einmal von vorne besiegen. Aber jetzt können wir endlich weiterspielen. Und irgendjemand will hier meine Hilfe, und zwar hier drüben. Hey, hier drüben! Yep, hier drüben. Dann sprich, guter Mann. Was war das denn? Ja, hör mal. Das Ding ist tot. Antanas sagt, ihr könnt hereinkommen. Diese Tür führt in die Zitadelle. Geil, da unten stand mal wieder was völlig anderes. Gut. Hier sollen wir durch. Irgendeine Belohnung. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, ein menschlicher Schädel. Irgendeinen Gegner, den wir nicht treffen. Warum auch immer. Und der nächste Gegner, der mich beinahe killt. Boah. Warte, 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 warte. Ich muss erstmal hier einen Trank nehmen. Dann können wir uns hauen. Ich finde die hier mittlerweile wirklich am schlimmsten. Und erledigt. Okay, Moment. Bevor wir hier drüben durch die Tür gehen, will ich mich hier drin noch ein wenig umsehen. Na, was haben wir hier Schönes? Noch einer, der es wissen will? Ja, nun gut, ja. Ich muss gestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja, ich habe etwas gestohlen. Nicht aus Not, sondern aus Gier. Ich habe nicht gehungert und ich lag nicht im Sterben. Ich wollte es nur haben, weil ich es haben wollte. Aber reicht das, um mich derart wegzuschließen? Sie denken, das Böse sei absolut. Alles Böse ist das reine Böse. Bin ich böse? Nur weil ich etwas gestohlen habe? Ich würde sagen, nein. Also stehlen, klar, man soll bestraft werden, aber nicht irgendwie direkt hier weggesperrt werden für immer. Ist schon ein bisschen zu derbe. Gut, hier oben war noch ein Mönch. Den will ich ganz schnell noch besuchen. Und dann können wir weitergehen. Na, wo war der? Irgendwo hier. Erstmal den hier noch weghauen. Oder war der doch woanders? Ich finde, hier drin kann man sich so verflucht schnell verlaufen. Boah, ich hasse die Gegner hier in diesem engen Gang. Man kann nicht kontern. Man kann nicht richtig angreifen. Es ist einfach nur nervig. So, Moment. Also, hier war der nicht. Wir müssen wieder zu diesen Zellen. Und die Zellen waren wo genau? Waren die oben? Die waren hier drüben. Yep, hier ist ein Mönch, aber der will nicht reden. Den Mönch, den ich suche, der muss irgendwo hier in diesem Außenbereich sein. Und zwar hatten wir noch so einen Hebel. Den habe ich gefunden. Na komm schon. Ich sag's dir, hier drin kann man sich extrem schnell verlaufen. Hier drüben. Den hier will ich retten, um ihn zu töten. Alles klar, Moment, erstmal hier hin. Der Blocker. Ein neues Schild. Und der Mönch. Ich spüre, wie mich mein Augenlicht verlässt. Macht schnell! Ja, ich will ja! Okay, wir haben ihn. Er ist tot. Und eine Belohnung. Yes, cool. Ein Zauberpunkt. Das nenne ich mal eine gute Belohnung. So, jetzt muss ich wieder den Rückweg finden. Ah, Moment, hier drüben ist noch was Neues. Vor der Gefangenschaft wird jeder Verbrecher gebrandmarkt. Die Tätowierung auf seinem Gesicht lässt alle von seinen Sünden wissen. Selbst wenn jemand aus dem Gefängnis entkommt, kann er seinem eigenen Gesicht nicht entkommen. Yep, und genau so ein Gesicht haben auch wir. Erstmal hier eine Rolle hin, dann nochmal hier ran speichern, man weiß ja nie. Ich würde sagen, skillen tun wir jetzt noch nicht, weil wir
gerade einen sehr guten Multiplikator haben, nämlich mal 2. Höher geht's nicht. Also alle Gegner hier bringen jetzt die doppelte Erfahrung. Und wir sollen ja hier durch. Ja, und kein Kaslo in der Nähe. Wo der Junge sich wieder rumtreibt. Aber ich denke mal, ihm geht's gut. Wo bin ich denn jetzt? Neuer alte Gegner? Den Kollegen kennen wir doch. Ach, wieder der hier, der sich langsam auszieht und dann zur Ballerina wird. Ein merkwürdiges Hobby, aber damit muss man leben. Guck mal, hier mit einem Schuss habe ich ihn halb tot. Wow, 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 der Stab hier ist gut, aber auch immer ein bisschen vorsichtig bleiben. Na, wie viel Damage macht der hier mit so einem Hit? Ich will es gar nicht rausfinden, komm. Ich meine, wir haben ihn eh. Was ein bisschen nervig ist, der Stab hier verbraucht sehr viel Ausdauer, wenn wir angreifen. Man sieht es ja hier. Ich bin sehr schnell unten mit meiner Ausdauer. Nach dem Krieg begruben wir unsere Toten und trauerten um sie. Wir waren erschöpft und verletzt und dies forderte sein Opfer von uns. Doch es war auch ein Neuanfang. Die Richter wiesen uns den Weg. Als ihre Erben ist es unsere Pflicht, diese Gesellschaft wieder aufzubauen. Ich nehme die Bürde mit Freuden auf mich, der neue Richter und Wächter über die Menschheit zu werden. Diese ganzen Schädel hier. Ich bin wirklich gespannt, was sie am Ende bringen werden. Ich habe nämlich wieder einige gefunden und hier könnten wir schmieden, aber ich habe keine Sachen. Würde jetzt keinen Sinn ergeben. Wo bin ich hier gelandet? Ein Augenblick. Der hier muss brennen. So. Ja, der Stab ist nicht übel. Im Namen der Richter werden wir diese Welt wieder zu einem Ganzen werden lassen. Ohne Adirs Einfluss. Es wird ein Leben frei von göttlicher Unterdrückung sein. So werden wir diejenigen ehren, die ihr Leben im Kampf um die Freiheit von Adir gaben. Was ist hier drüben los? Wen greifen die an? Ah, ich habe wieder den falschen Fokus. Das liebe ich. Der falsche Fokus. Kann ich ihn töten von hinten? Ich versuch's. Natürlich mal wieder nicht. Egal, zwei Hiebe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier schon wieder den nächsten Bossgegner finden werden. Es fühlt sich irgendwie so an. Diese heroische Musik. Alles so zerstört, das wirkt irgendwie so angespannt. Und, was kann der hier? Oh, verdammt, wieder so einer. Boah, der Magier auf Doom. Oh, shit. Mr. Magic. Oh, verdammt, machen die Damage. Und der Handschuh bringt gegen die aus irgendeinem Grund gar nichts. Wir sind ziemlich resistent gegen Magiefähigkeiten. Boah, der hier ist wirklich gegen alles resistent. Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Gar nicht gut! Gar nicht gut! Renn! Rückzug! Oh, was ist das hier? Ein Hinterhalt! Ey, was ist denn das hier für eine miese Nummer? Oh Gott, ich wollte einen Heiltrank nehmen und habe mich irgendwie verdrückt. Noch bin ich am Leben. Noch bin ich am Leben. Ich muss rennen. Okay, wir rennen direkt zu dem Kristall hin. Denn hier stehen bleiben ist zu gefährlich. Die sind direkt hinter mir. Renn, 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 renn. Heilung. Oh, yes. Yes. Ein Orgasmus. In Form von Heilung. Bam. Einer weg. Und der nächste hier. Hui. Denn ich will hier meinen dicken Bonus nicht verlieren. Tja, der Hinterhalt eben gerade war ziemlich mies. Damit konnte niemand rechnen.
Okay, der Magie-Heini. Oh nein! Der macht hier einen auf Vampir. Boah, ich bin beinahe tot! Kacke! What? Boah, wie extrem! Ich mach dem auch irgendwie gar keinen Damage. Wie soll man denn diesen Freak hier besiegen? Jetzt bin ich wieder benommen. Stellen uns nochmal hier hin. Och, seit wann ist denn die Vampirfähigkeit so krass? Er brennt noch. Aber da drüben steht ja noch der eine Dicke. Ah, der weiß genau Bescheid. Ich muss nochmal mit dem Handschuh ran. Und... komm schon, verbrennen. Ah, die Vampirfähigkeit, die ist zu krass. Man sieht's ja hier. Gegen die habe ich keine Chance. Der nuckelt mir hier die Lebensenergie weg. Alles klar, wir warten noch einmal hier auf den Handschuh. Dann riskiere ich alles. Oh. Oh Gott. Komm schon, der andere steht da drüben und wartet auf mich. Und jetzt ist er ja wieder hier. Fuck. Das hier ist wirklich eine ziemlich miese Stelle. Und wir machen das anders hier. So. So, wir machen es mal so. Gehen hier hin. Jetzt habe ich eh keinen Bonus mehr. Dann können wir hier auch leveln. Also, hauen wir den ganzen Scheiß hier raus. Ja, man sieht es mittlerweile ziemlich teuer. Einer geht noch. Und schon wieder Ende hier. Den Rest können wir hier noch reinpumpen. Gut, also 3 Punkte. Ich brauche mehr Lebensenergie. Einmal mehr Glaube. Und natürlich gehen wir hier mal wieder auf... auf Geschicklichkeit. Ja, wir machen hier weiter. Ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt könnte ich mir hier mal die Sense reinziehen. Die sehen wir hier oben. Hui, die sieht ziemlich geil aus. Speichern. Oder? Die sieht wirklich ziemlich geil aus. Extrem langsam. So, der Kollege brennt. Interessiert ihn null. Noch ein Schuss. Okay, die Sense ist eigentlich gar nicht übel. Wenn man trifft, Wahnsinns-Damage. Aber auch extrem langsam. Okay, so viel Schaden haben wir auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, der Stab. Der Dolch. Da bin ich halt sauschnell unterwegs. Das ist halt wirklich ein geiler Vorteil hier mit dem Dolch. Weil diese Sense hat auch keinen Sockel. Was auch nicht so schön ist. Und erledigt. So. Den hier holen wir von hinten weg. Ganz langsam, ganz gemütlich. Schon wieder nicht. Boah, ist der weggeflogen. Au! Ich glaube, mit dem Ding hier, mit dem Dolch, bin ich immer noch am besten bedient. Ich meine, zieht's euch rein. Ich bin einfach Mixerman. Reinrennen, schnetzeln. Das ist irgendwie so mein Ding. Erstmal hier rein. Zwei Rollen. Meine Brüder, so sehr ich es auch will, kann ich Antanas nicht mehr als unser geistliches Oberhaupt sehen. Er beruft sich auf Prinzipien und Ehre und scheint dabei unbegrenzten Einfluss zu haben.
Dabei sind Grenzen genau das, was er braucht. Er ist entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. Selbst wenn dieser Kampf unser Schicksal ist, kann ich sein Tun nicht gutheißen. Sieht er die Menschlichkeit in anderen nicht? Heilt er sie wirklich? Ich bezweifle es. Schließt euch mir an und teilt eure Zweifel. Sie sind wie die Kinder. Sie glauben, sich von den Fesseln der Unterdrückung befreit zu haben. Dabei sind sie nicht mehr als verlorene Seelen. Jeder einzelne von ihnen. Bald werden sie begreifen, dass sie allein sind. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht der bessere Weg, denn dieser Magier ist wirklich zu krass unterwegs. Also keine Ahnung, warum der so derbe ist. Ich meine, die ganzen anderen Gegner hier sind kein Thema, sind kein Problem. Aber Mr. Magic ist mir ein bisschen zu hardcore. Das Ding ist zu. Okay. Ein Symbol. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Vielleicht diesen Magier irgendwie besiegen? Okay, wir versuchen es. Warte mal. Was könnte denn... vielleicht so ein Gebet? Wo ist er denn? Ach, wieder da hinten. Boah, diese Vampir-Fähigkeit. Komm, das ist doch nicht dein Ernst. Mit Gebet? Shit. Ey, was? What? Yo, ich komm. Der geht durch Wände. Ich komm an den nicht mal ran. Besonders mies, hier steht halt noch dieser andere Penner rum. Oh, die Vampirfisch. Es ist zu krass, es ist wirklich zu krass. Es ist einfach zu derbe und die Kamera fickt mich dazu auch noch. Kann doch nicht sein, dass ich hier an diesen beiden Gegnern nicht vorbeikomme. Wenn ich wenigstens mal den hier wegholen könnte, könnte ich in den Raum rein. Also Freunde, wir holen den hier weg. Der ist ja kein Problem. Wow. Wow. Oh Gott, nein, hier ist ja auch noch jemand. Ey, verflucht noch eins. Ein Versuch noch. Okay, Leute, ich habe so gut wie jeden Gegner hier ohne Probleme weggeholt. Nur dieser Pisser hier vorne will es wissen. Und deswegen renne ich jetzt drauf los und schnetzel ihn ab. Das ist meine Strategie. Und weg. Ja. Ich sag's ja, ich muss einfach drauf losrennen und losmetzeln. Das ist mein Style hier. Was anderes funktioniert bei mir gar nicht. Ich bin kein Stratege, ich bin Schnetzler. Was war denn das hier eben gerade? Habt ihr es gerade gesehen? Ein Grafikbug. Hinten stehen und warten und so ein Zeug, das machen nur Mädchen. Aber ich bin Mann und echte Männer hauen zu und stellen keine Fragen. So, Kumpel. Komm schon, du bist so gut wie tot. What? Durch die Wand? Na, fick dich doch.